So, endlich funktioniert das. Genau, wir hatten ein paar kleine technische Probleme, deswegen startet das alles ein bisschen später hier. Aber das ist man ja von uns gewohnt. So, heute mal ein ganz anderes Gesicht vor der Kamera als sonst. Ich bin sonst eher hinter der Kamera, aber jetzt zu den Zeiten muss man ja kreativ werden. Genau. Und ich habe mir überlegt, jetzt an dem Abend mit euch eine kleine Runde Magic zu spielen. Magic the Gathering. Jetzt geht mein Licht so hier. Und das Ganze über Magic Arena, also quasi als virtuelles Spiel. Genau, ein paar Runden zocken. Ich habe mir gedacht, für heute weiß ich nicht, wie viele jetzt zugucken, die mit Magic gar nichts anfangen können. Ist jetzt erstmal die Idee, so ein bisschen eine kleine Einführung zu geben in das Ganze. Wie funktioniert das eigentlich? Das heißt, ich werde jetzt noch nicht gegen irgendwelche echte andere Menschen spielen auf der anderen Seite, sondern vielleicht erstmal so ein bisschen das Grundlegende erklären, wie das Ganze funktioniert, damit ihr auch ein bisschen folgen könnt. Das ist so die Idee. Genau, ich habe hier nebenbei auch die Chats offen. Ich versuche das Ganze mit zu verfolgen. Ich bin da jetzt noch nicht so bewandert drin. Gucken wir mal, wie das Ganze läuft hier. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir erstmal ein bisschen rein hier. So, also, ihr seht ja jetzt auch schon, das ist so ein bisschen die Oberfläche von Magic Arena. Man kann hier quasi so ein bisschen, also das ganze Spiel ist eigentlich erstmal kostenlos. Und man kann halt hier, indem man tägliche Quests erfüllen, so Gold bekommen. Und für Gold kann man sich dann neue Karten holen. Und für richtiges Geld kann man natürlich noch mehr Stuff bekommen. Aber das habe ich bisher versucht zu vermeiden. Also ich selber habe halt früher Karten gespielt, also mit richtigen Karten. Und habe jetzt vor einem Monat oder so angefangen, Magic Arena zu spielen. Bin jetzt auch nicht der beste Spieler. Das ist alles noch in Arbeit, aber genau. Vielleicht könnt ihr ja quasi mir dabei zugucken, wie ich besser werde. Oder zumindest dabei zugucken, wie ich ein Spiel nach dem anderen verliere und mich darüber aufrege. Es macht auch Spaß, glaube ich. Zumindest beim Zugucken. So, ja, das ist so ein bisschen die Oberfläche. Also man kann hier auch verschiedene Formate spielen. Sei es eben normale Spiele, wo man halt wirklich ein vorgebautes Deck hat und dann halt gegen andere Leute spielt, dann kann man auch so eine Rangliste hochgehen und kriegt dann auch mehr am Ende des Monats oder so. Oder eben so ein Draft, aber dazu komme ich, glaube ich, irgendwann auch mal, was das ist. Das machen wir vielleicht auch mal in einem Stream. Mal gucken, wie es läuft, wie das Spaß macht heute. Jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen zu den Grundlagen von Magic. So. Also hier seht man so ein bisschen die Decks, die ich habe. Sind halt auch viele vorgefertigte noch dabei. Ich selber habe bisher gar nicht so viele gebaut. Und wir können jetzt erstmal einmal so ein Deck öffnen. Da kann man so ein bisschen zeigen vielleicht, wie das Ganze so aussieht. Also bei Magic ist es halt so aufgebaut, das Wichtigste, was man so hat, um ein Spiel zu bestreiten, sind die Länder, die man ausspielt. Da kann man eins pro Runde ausspielen und ausgespielt hat, kann man das, nennt man dann tappen oder tappen und kriegt dann quasi das Mana, also so heißt es in Magic, kriegt man dann raus und kann dafür dann Kreaturen spielen oder Zauber oder Artefakte, also Kreaturen hätten wir jetzt zum Beispiel mal hier so den hier, den unsteten Zyklop, kostet, also was man da oben sieht, ein rotes Mana und diese 3 steht dafür, dass man dort 3 beliebige ausgeben kann. Also Magic gibt es 5 Farben, das ist weiß, blau, schwarz, rot, grün. Das ist jetzt als Beispiel ein rotes Deck. Ich würde auch jetzt erstmal mit ein paar Runden mit so einfarbigen Decks spielen. Und genau, dass ihr vielleicht selber ein bisschen reinkommen könnt, um was es hier eigentlich so geht und wie das alles so abläuft. Also nochmal zu den Kreaturen. Wir haben halt einmal diese Kosten oben rechts, dann unten rechts sieht man eben, sieht man, wie stark so eine Kreatur ist. Also die erste Zahl gibt an, welche Stärke sie hat und die zweite Zahl gibt an, welche Widerstandskraft sie hat. So, ich habe halt ein bisschen noch Probleme mit den Chats hier. Ich müsste mir ein bisschen zeigen, das ist alles immer noch ein bisschen normal. Da freut man sich drauf. Okay. Genau, also falls ihr irgendwas hier habt, was ihr mir sagen wollt. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, Stärke, Widerstandskraft. Ah, nice. Jetzt ist mein Rechner abgekackt. Cool. Ja gut, das muss er nebenbei ein bisschen fixen. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, was jetzt los ist hier.
das Probleme hatte ich mit Chats lesen. Für dich mache ich das auch. Ja, oder wie du so oft machst, genau. Schön. Ja, geht ja gut los. Also ich habe hier nebenbei meinen alten Laptop ausgepackt, der Jahre alt ist, und gehofft, dass er das hinkriegt, zumindest die Chats anzuzeigen. Falsch gedacht. So, wo haben wir Stärke, Widerstandskraft von so einer Kreatur? Also die Stärke heißt quasi, wie viel Schaden macht diese Kreatur, wenn sie irgendwas angreift und gegen irgendwas kämpft. Und die Widerstandskraft heißt dann, wie viel hält die Kreatur eigentlich aus, bevor sie stirbt. Dabei ist es quasi dann eben bei der Kreatur 8 Schaden, die sie aushält, und das zählt dann immer für einen Zug. Also meinem Zug würde das gelten, wenn sie nicht 8 Schaden abbekommt, dann überlebt sie das. Und im Zug vom Gegner müsste sie auch wieder mindestens 8 abbekommen, bevor sie das Zeitliche segnet. So, das so ein bisschen zu den Kreaturen. Die haben halt auch immer so einen Typ und bestimmte Eigenschaften, die da so draufstehen. Würde ich jetzt aber einfach drauf eingehen, wenn wir das hier ein bisschen spielen und euch die Karten so ein bisschen erklären, mit was wir zu tun haben. Genau, was haben wir jetzt hier noch so ein bisschen? Das wäre jetzt so eine Idee für so ein, oder ein Beispiel für so einen Zauber. Spontanzauber ist das hier in dem Fall. Die kann man quasi, ja, nicht immer spielen, aber die kann man eben nicht nur in seinem Zug spielen, wenn man dran ist, sondern eben auch im Zug des Gegners. Und ihn damit quasi so ein bisschen überraschen. Unterschied dazu, hatten wir es gerade, glaube ich, gerade irgendwo schon mal kurz. Nee. Okay, es gibt sonst eben noch so Hexereien, heißt das, die kann man dann nur im Einzug spielen. Und das ist zum Beispiel ein Artefakt, beziehungsweise eine Artefakt-Kreatur. So als kleinen Überblick, um was es jetzt bei Magic geht. Ich hoffe, das reicht auch schon. Wenn nicht, können wir da auch noch mal näher drauf eingehen. Ich kann auch noch mal kurz auf ein anderes weggehen, wo sehr wahrscheinlich Hexereien sein könnten. Das wäre jetzt zum Beispiel hier weißes Deck. Hier haben wir eine Verzauberung. Das ist auch noch ein anderes Beispiel. Das sind quasi auch so Karten, die im Spiel bleiben, die quasi etwas verzaubern, wenn man so möchte, und eben auch immer, je nachdem, immer irgendwas Gutes bringen oder Schlechtes für den Gegner, oder eben auch so eine Fähigkeit haben, die man spielen kann. Hier ist eine Hexerei, genau. So, das zu dem groben Überblick. Jetzt können wir mal gucken. Ja, ich glaube, der ist echt einfach zu heiß geworden hier. Schade. Dann starte ich den noch mal kurz neu hier nebenbei. Ja, eigentlich nicht den, eigentlich nur den Chat haben, welchen Platz jetzt. So, okay. Dann immer wieder zur Startseite, Dextromancy. So, und um auch ein bisschen jetzt erstmal reinzukommen, ich habe vorhin schon gesagt, ich will jetzt nicht gegen richtige Spieler spielen, weil wenn man gegen andere spielt, immer so ein Countdown läuft, dass man eine bestimmte Zeit hat, um reagieren. Und da das jetzt aber in den ersten Runden vielleicht also ein bisschen länger dauert, noch spielen wir gegen den Bot. Der Bot heißt Sparky und ist ein Licht, also wie so eine Fee. Wer Ocarina of Time gespielt hat, kennt das sicherlich Navi. Sparky ist auch noch der Navi. Irgendwie haben sich hier Lichtfeenwesen sowas gemeinsam. Ja, ist so. Aber für alle, die mit dem Spiel anfangen wollen, ist es eigentlich ganz gut gelöst, dass einem das ein bisschen einbringt. Hat. Aber irgendwann geht er noch. Gerade wenn man das schon ein bisschen kennt. So, danke. Game Sound leiser machen. Natürlich. Ja, ich habe das vorhin, also es waren vor allem Tonprobleme, die mich dazu gebracht haben, dass das hier alles ein bisschen länger dauert, weil ich irgendwie erst hacken. Und jetzt ist er halt zu laut gewesen. Leid, ich hoffe, jetzt passt es. Ich hatte es eigentlich noch versucht, schnell vorher zu testen, aber die 20 Sekunden haben anscheinend nicht gereicht, um zu merken, dass es zu laut ist. So, also ich würde jetzt mal anfangen, gegen Sparky zu spielen. Habe jetzt hier mir das weiße Deck genommen. Weiß steht dann eher so für Ordnung und so. Da hat man irgendwelche Soldaten und Zauber, die Kreaturen stärker machen. Viele Verzauberungen oder so sind da drin. Immer so viel zusammen.
schneller. Spielersuche kann manchmal so ein bisschen dauern. So, und dann geht's auch schon los. Ja, also Magic geht quasi los. Man hätte so ein Deck mit meistens 60 Karten, also mindestens 60 Karten. Kann natürlich auch mehr drin haben, aber umso mehr Karten man drin hat, umso unwahrscheinlicher ist es, dass man die Karten zieht, die man braucht. Am Anfang zieht man 7 Karten. Das sind jetzt diese, die ich hier so habe. Kann dann entscheiden, behalte ich die Karten oder mache ich einen sogenannten Mulligan. Dann zieht man nochmal 7 Karten, wenn man das macht, und muss davon dann aber eine aussuchen, die man unter die Bibliothek legt. Das heißt, man startet mit einer Karte weniger, aber manchmal ist das echt nötig, bevor es ganz, ganz scheiße läuft. So geht gleich los. Das ist jetzt das Schöne, wir spielen jetzt Karten. Wir haben ja alle Zeit mitgebracht, glaube ich. So, jetzt habe ich zumindest ein Chat wieder hier. Das ist schon mal ganz hilfreich, glaube ich. Genau. Dann sehe ich zumindest ein was schon. Und den anderen Spaß kann ich auch den. So, wenn nicht, mache ich beim nächsten Mal irgendwie. Wer weiß. Ansonsten schön, dass vielleicht so ein paar eingeschaltet haben. Freut mich, dass euch Magic interessiert. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber ist auch nicht wichtig. Dass ihr am Montagabend nichts Besseres zu tun habt. Als mir beim Magic zu gucken. Oder zu verzweifeln, hier den Chat zu sehen. So. Ja. Go Sparky, das ist nett. Danke. Ja. So, also ich habe jetzt den Ingame-Sound noch deutlich leiser gedreht. Ich hoffe, das hilft jetzt ein bisschen. Mich lauter ist leider ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt nicht das beste Mikrofon. So, gut. Ich habe jetzt die Cap offen. Ja, hoffe, dass Buck gewinnt. Ja, danke. Ich muss hier nochmal ein bisschen klicken. Okay. Alles klar. So, dann wollen wir nochmal loslegen. Michael ist für Sparky. Ich selber bin für mich. So, also man hat hier 7 Karten. Vielleicht mal ein bisschen zu erklären. Ich habe jetzt hier 1, 2 Kreaturen. Die eine Kreatur kostet mit diesem einen beliebigen und weißen quasi 2 Mana. Die hier ist ein bisschen teurer, aber ich habe halt die hier. Das ist vielleicht schon mal nicht schlecht. Habe hier so eine Hexerei drauf, mit der ich auf den Gegner reagieren kann, von ihnen eine Kreatur kaputt machen kann. Also hiermit zerstöre eine getappte Kreatur deiner Wahl. Kreaturen werden quasi entweder, wenn sie eine Fähigkeit haben, wo man das machen muss, oder wenn sie angreifen. Also wenn ich jetzt angreife, muss ich meine Kreatur tappen, um das anzuzeigen, und dann bleibt sie getappt, bis ich wieder dran bin. Das ist bei Ländern ähnlich. Die bleiben quasi auch getappt, bis ich wieder dran bin. Und das Besondere ist eben, Kreaturen, die getappt sind, sind quasi genommen und können dann eben nicht blocken, wenn der Gegner angreift. Dann kann ich die nicht nutzen, um mich in Deckung zu bringen. Weil bei Magic, vielleicht sehen wir, also ich gehe vielleicht auch mal was. Ich behalte die Steuer auf das Feld. Lass uns anfangen, genau. Also hier oben, diese 20 zeigt quasi an, wie viele Lebenspunkte ich habe. Und eigentlich geht es darum, dass man die 20 Lebenspunkte vom Gegner niederbringen möchte auf 0. Und dafür hat man eben seine Kreaturen, um den Gegner anzugreifen. Man greift quasi immer den Gegner an, und der Gegner hat seine Kreaturen, um das quasi zu verhindern, indem er eben meine Angriffe blockt. Oder auch nicht, je nachdem. Und wer eben als erstes auf 0 Lebenspunkten ist, hat verloren. So läuft es eigentlich meistens. So. Und ich fange jetzt an. Ich habe jetzt meinen ersten Zug. Jetzt kann ich hier quasi erstmal anspielen.
Dann ist Sparky dran. Sparky spielt auch ein weißes Deck. Hat jetzt quasi hier schon für zwei Mana eine Kreatur spielen können. Eine 2-2, also was ich vorhin hatte, Stärke 2, Widerstandskraft 2 und hat eben eine besondere Fähigkeit, immer wenn eine andere Kreatur unter der Kontrolle des Gegners von Sparky jetzt hier ins Spiel kommt. Ich erkläre ihr halt, Mensch. Erhält Sparky dann einen Lebenspunkt dazu? Das kann ganz hilfreich sein. Also bei Weiß sieht man das öfters, dass man quasi ein Deck darauf baut, was auch gut, dass man viele Lebenspunkte bekommt. Und dann eben zum Beispiel eine Karte hat, die ich selber jetzt hier gespielt habe, Ayanis Rudelmitglied. Immer wenn man Lebenspunkte dazu erhält, darf man dort eine +1/+1 Marke drauflegen. Das heißt, aus dieser 2-3er wird dann eigentlich Lebenspunkte zu bekommen, eine 3-3er, beim nächsten Mal 4-4, 5 und das kann sich dann ganz schön nach oben schaukeln und ein bisschen eskalieren. So, ich habe leider nichts, was ich spielen kann, was meine Lebenspunkte nach oben schraubt. Ich kann hier quasi gerade nicht viel machen, weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier angreife, ich mache 2 Schaden, meine Kreatur hält 2 Schaden aus, er kann jetzt hier mit seinem leidenschaftlichen Redner blocken, oder sie kann dann blocken, das heißt, sie macht, also der leidenschaftliche Redner macht dann 2 Schaden auf mein Rudelmitglied, das wäre ein Putsch, der Redner auch, aber es gibt ja 2 davon, das heißt, ist jetzt gerade nicht so cool, hier irgendwie anzugreifen. Ansonsten kann ich eben nur noch diese eine Karte spielen, eine Verzauberung. Da kann die Kreatur, die diese Verzauberung abbekommt, nicht mehr angreifen oder blocken. Macht also Sinn, das auf den Gegner zu spielen. Hoffentlich gewinne ich. Oder wir das beide Karma gewinnen. Im Hintergrund. Nee, das ist nicht Karma im Hintergrund, sondern man hat hier immer so ein Maskottchen quasi, was man sich einstellt. Hier dieses... Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Es ist irgendeine Katzenmischung, auf jeden Fall. Deswegen miaut es. Vor ein paar Tagen, bevor die letzte, jetzt die neue Edition rauskam, hatte ich da noch eine Eule sitzen. Die hat dann gut. Ach, da ist mein Bild drauf. Stimmt. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das tut mir leid. Ihr seht die Katze nicht. Schade. Na, dann muss ich beim nächsten Mal das Fenster hier dann weiter hochmachen. Man hat das Schwätzchen gesehen, ne? Immerhin. Oh, entschuldige. Ich dachte, da war gut, was. Wir beenden erstmal den Zug. Und gucken, was braucht. Noch eine Kreatur. So, und jetzt sieht man das eben. Jetzt hat er gleich 2 von den Rednern. Sie hat 2 von den Rednern. Und, kriegt dann eben gleich doppelt diese Fähigkeit. Also dann 2 Lebenspunkte, weil diese Kreatur ins Spiel gekommen ist. So, jetzt wird mit beiden angegriffen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich blocke mit meinem hier und könnte jetzt hier mindestens eine blocken. Die andere würde durchkommen. Aber dann wäre meine Kreatur weg. Die andere zwar auch, aber das möchte ich irgendwie nicht. Ich würde jetzt sagen, ich komme nicht. Dann kriege ich hier eben 4 Schaden. Habe nur noch 16. Aber dann ist es so. So, und jetzt können wir nämlich quasi so ein bisschen in die Vollen gehen. Und zum Beispiel diese Hexerei spielen und sagen, ich zerstöre eine getappte Kreatur. Dadurch, dass diese Redner jetzt eben angegriffen hatten, sind sie getappt. Das heißt, ich kann davon jetzt einen auswählen. Und das freut Sparky natürlich nicht. So, leider wieder keine Angriffe. Es ist jetzt also nicht so die beste Hand, die ich hier habe. Und jetzt kommt ja auch noch was anderes ins Spiel, was mir auch nicht so gut gefällt. Wahrscheinlich hat Michelle recht, Sparky wird gewinnen. So, hier haben wir nämlich den Engel der Lebenskraft. Das Besondere an dieser Kreatur ist, sie hat die Fähigkeit fliegend. Das heißt, sie kann nur von fliegenden Kreaturen geblockt werden. Oder von Kreaturen mit Reichweite. Also die quasi so weit reichen können, dass sie fliegende erwischen. Habe ich beides nichts dazu passendes. Aktuell. Und das Besondere ist auch noch, sie ist noch ein bisschen stärker geworden, weil der Gegner bzw. die Gegnerin 25 Leben hat. Dann ist das auf einmal eine 4-4er. So, aber dagegen können wir doch etwas machen. Wir können zum Beispiel jetzt das hier spielen. Verzaubert eine Kreatur und die erhält dann +3/+3 und eine Flugfähigkeit. Dann hätte ich hier quasi eine 5-5er. Hast du was Tolles auf der Hand? Mit Flugfähigkeit, wenn ich das auf mein Rudelmitglied spiele. Oder ich könnte diesen Serra-Engel spielen, der auch eine fliegende Kreatur ist. Das heißt, dann auch mit dem Engel klarkommen würde. Und auch eine 4-4er ist. Und
Da ich jetzt aber eher gucken wollen würde, dass ich mit dem Engel klarkomme, spiele ich diese Verzauberung drauf, dass ich den Engel blocken könnte, weil jetzt mein Rudelmitglied auch fliegen kann. Und eine 5-5 ist. So, jetzt macht der Schönes. Kriegt er erstmal wieder einen Lebenspunkt dazu. Und wenn der zurückkommt, erhält eine Kreatur +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Das hat er auf den gespielt. Sparkys Zug ist aber auch schon wieder vorbei. Deswegen war es das auch schon wieder. So, was spielen wir denn jetzt? Also, was wir spielen können, ist einmal hier diese Karte mit verzaubert einer Kreatur. Die kann ich angreifen und nicht blocken. Wir haben das hier. Wenn der angreift, tappe ich eine Kreatur meiner Wahl wieder verteidigen, die Spieler kontrolliert. Oder ich kann den Engel spielen. Ich würde mal den Engel spielen. Und noch nicht angreifen, weil ich dann ja quasi nicht mehr so viel habe, um quasi das Ganze zu finden. Wisst ihr mal, jetzt wird hier ordentlich angegriffen. Und wir müssen jetzt überlegen, was wir dagegen machen. Wahrscheinlich hat Sparky irgendwas in der Hinterhand, um seine Kreaturen, um ihre Kreaturen stärker zu machen. Hast du was Tolles gemacht? So, ich guck mal kurz, ob hier noch irgendwas im Schiedskram. Ja, Sparky wird abgefeiert. Das ist okay, seid nur alle gegen mich. Ich komme damit klar. Was Tolles auf der Hand? Danke, Eistaff, wie ihr hier auf meiner Seite seid. Es ist so ein Katz. Ja, es ist so eine Katz mit Hörner. Vielleicht ändern wir das auch gleich noch. Ich würde erstmal die Runde zu Ende machen. Also, ich würde jetzt mit meinem Rudelmitglied diesen Engel blocken. Prinzipiell würde das heißen, dass der Engel kaputt geht und mein Rudelmitglied nicht. Und ich habe. Ja. Und habe jetzt hier noch den Engel und der Engel würde mal den Redner blocken. So, das heißt, 5 Schaden gehen durch und meine Kreaturen würden eigentlich überleben und die beiden gehen kaputt. Die bespiele ich jetzt. Jetzt blocke ich so und jetzt spielt man den Redner etwas. Ja, okay. Also, diese Karte hat quasi, mal hier angucken, da, +2/+2 und Lebensverknüpfung auf den Engel gespielt. Das heißt, es war dann eine 6/6er, wo meine 5/5er da natürlich keine Chance mehr hat. Und Lebensverknüpfung, das heißt, Lebensverknüpfung heißt, dass so viel Schaden wie die Kreatur macht, bekommt der Spieler Lebenspunkte dazu. Das heißt, es sind jetzt hier 6 mehr geworden. Ja, es sieht nicht gut aus bei uns. Naja. So, wir haben jetzt hier immerhin diese 4/4er, die wir machen können. Ich würde mal diesen Kommandeur spielen. Der ist halt auch mit einer Widerstandskraft von 4 stark genug, um gegen die oder die klarzukommen. Und er hat die Fähigkeit, immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, habe ich leider nicht. Das ist hier, das kostet 4 Mana, die kostet 7. Aber die kommt immerhin, also die Kreatur kommt immerhin mit den anderen Kreaturen klar. Das ist schon nicht schlecht. Und, ah ja, das Besondere ist, man kriegt nicht nur Lebenspunkte dazu und kann Karten ziehen. Karten ziehen ist immer super bei Magic. Wer mehr Karten ziehen darf, kann mehr Karten spielen und hat da demzufolge auch einen absoluten Vorteil. So, jetzt haben wir hier schon wieder die Misere. Ja, ich glaube, ich werde hier nicht gleich im Feld ziehen. Oh, okay, doch, vielleicht schon. Das ist ganz gut. Das war ziemlich abgefahren. Oder? Angreifen sollten wir auf jeden Fall nicht. Also, okay, wir haben verloren. Das ist natürlich super. Hier so eine Hexerei, tappe alle Kreaturen des Gegners. Ja, dann kann ich nicht mehr blocken. Und bin besiegt. Also, das erste Spiel lief gut. Und ich dachte noch, ich spiele extra gegen den Bot. Da geht's gut. Ah, ja, doch umentschieden. Auf der Seite
gucke gerade mal so ein bisschen. Ja. Good Game, ja. War ein gutes Spiel. Gut, ich schaue jetzt noch mal kurz, dass ich mein Fenster ein bisschen hoch mache. So, dann sind wir ein bisschen nach oben gewandert. So. Und spiel doch einfach noch mal. So. So die Frage, was denn für ein Deck nehme ich jetzt? Vielleicht das Grüne. Grün. Was mit Natur zu tun, das sind dann große, böse Kreaturen, irgendwelche kleinen, listigen Elfen und auch irgendwelche Zauber, die, Entschuldigung, Kreaturen kurzfristig stärker machen. Puh. So, also wir haben hier wieder unsere 7 Karten. 4 Länder ist, ja, Tick zu viel. 3 sind eigentlich für mich zumindest meistens schöner. Es kommt natürlich auf das Deck an, was man spielt. Und dann haben wir hier eigentlich auch nicht viel, was wir spielen können. Also wir könnten erst in der dritten Runde diesen Zentauren spielen. Haben also 3 Runden nichts zu tun. Also beziehungsweise 2 Runden. Und müssen einfach nur zugucken, was der Gegner macht. Außer man zieht was Besseres nach. Das Vieh kostet sogar noch mehr, das Wildschwein. Und die Hydra hat das Besondere, dass sie hier X kostet. Das heißt, da kann man sich aussuchen, wie viel man dafür bezahlt. Und im Text steht da meistens auch für was das X dann auch noch bringt. In dem Fall, die Hydra kommt mit X plus 1 Marken ins Spiel. Das heißt, jedes X, was ich dort ausgebe, kommt dann hier bei der Stärke und bei der Widerstandskraft jeweils 1 dazu. Und ich würde das nicht behalten, glaube ich, weil ich schon gern irgendwie schneller ins Spiel starten wollen würde. Aber nein, das gibt's auch nicht. Das ist ja natürlich noch eine schlechtere Hand als jetzt. Ach komm. Ach. Fangen wir an zu spielen. Das ist nebenbei auch noch gleich da. Oh je. Ja, so läuft das dann halt manchmal. Manchmal hat man Glück, kein Glück und dann hat man noch Pech oder so irgendwie. Aber, ach, wir spielen gegen Schwarz. Okay. Ja, wir spielen den zweiten Wald. Haben immer noch nichts auf der Hand, was wir spielen können. Sparky wiederum schon. Spielt ja auch noch, ach, noch ein Land. Och, das gibt's doch nicht. Ja, spielen noch ein Land. Also das Schöne ist, wir haben jetzt mittlerweile genug Länder, um dann in 3 Runden das Mammut zu spielen. Die Frage ist, ob wir 3 Runden durchhalten. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch mehr Länder. Schwarz ist richtig böse. Das stimmt. Schwarz kann richtig böse sein. Ich glaube, das wird auch relativ schnell vorbei sein hier. Es hat echt keine. Also jetzt habe ich auch hier noch schon wieder keine Kreatur gezogen. Schade, schade, schade. Ich meine, ich kann das trotzdem spielen, diesen spontanen Zauber und eben die Kreatur des Gegners verstärken. Meistens Schon möchte mal man das über aber das nicht. Multiversum nachgedacht? Das, Aber nächste ist Runde nicht kommt das schlecht. Mammut. Ja? Nächste Runde ist das Mammut dran. Also wir können es immerhin spielen. Wir können wahrscheinlich danach nicht mehr viel machen. Aber egal. Ja, jetzt kommt eine Kreatur, die wir gern vor 3 Runden vielleicht schon mal gezogen hätten. Irgendwas, was nur weniger als 6 Mana kostet und man eher spielen kann. Das hätte uns deutlich helfen können. Aber jetzt, wenn wir es einmal haben, spielen wir das im Mammut. Das heißt für uns aktuell noch, dass wir es sogar noch schaffen könnten. Also ich kann immer eine Kreatur blocken. Sparky kann mich quasi nicht besiegen aktuell. Und greift gar nicht an. Okay, gut. Das kann ich mit leben. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier so Schickes haben. Also, wir haben hier einmal bei Sparky Kind der Nacht, 2-1er Lebensverknüpfung. Ist solide. Geht uns ein bisschen auf die Nerven. Ups, ist da. Schade. Aber der Chat geht noch, oder? YouTube geht noch. Ja, Montagabend, da kann das passieren.
Das ist alles. Twitch geht wieder. Er ist der Nass ist da im Hintergrund, glaube ich, am Rotieren gewesen. Und Go Nass. An der Stelle schon mal danke, dass er das hier im Hintergrund managt, dass das mit dem Stream klappt. So, jetzt haben wir hier. Wir haben den Rückgratläufer. Wenn der stirbt, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Das ist natürlich ganz praktisch. Hey, Das hat er sieh, was zweimal. du hast. Und die Vampirin. Und wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, fügt der Vampir jedem Gegner einen Schadenspunkt, das werde ich, zu und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Schon klar, lass dir ruhig Zeit. Schön. Genau. Weil ich habe jetzt, ich überlege nämlich gerade, also ich werde jetzt erstmal hier diesen Zentaurenrenner spielen. Keine Frage. Und habe hier diesen tollwütigen Biss. Das heißt, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt einer Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in ihre Höhe, ihre Stärke zu. Das heißt, wenn ich das spiele und meinetwegen mein Mammut bestimme und dann eben eine Kreatur des Gegners, würde mein Mammut dieser anderen Kreatur 8 Schaden machen. Das werden wir jetzt auch machen. Und ich bin aber eben am Überlegen, welche Kreatur vom Gegner soll denn das Zeitliche segnen? Ich würde jetzt erstmal das Mammut nehmen als meine Kreatur. Und dann vielleicht doch so ein Ding. Schon mal Ach über komm, ich das nehme einfach die noch. Multiversum nachgedacht? Ist jetzt vielleicht nicht das cleverste. Ist echt wild. Das mag sein. Aber dann ist diese Vampirin erstmal weg. Angreifen tun wir nicht. Sondern warten, was Papi macht. So. Ist mein Land gespielt. Das Problem an Schwarz ist, wo man auch immer ein bisschen aufpassen muss, ist, Schwarz hat immer so Zerstörungszauber. Sowas wie zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Das fänden wir jetzt gar nicht gut. So. Echt. Sollte halt nicht unbedingt angreifen. Ich weiß es nicht genau. Weil ich dann keine Deckung mehr habe. Ich habe dann keine Kreaturen mehr zum Blocken. Ja gut. Dann. Oh, was haben wir denn hier? Gigantosaurus. Für 5 Grüne. Uiuiuiui. Eine 10-10er. Das ist lustig. Okay. Dann greifen wir doch mal mit dem Mammut an. Muss ja mal ein bisschen Druck aufbauen. Blockt sogar mit beiden. Ja, das ist natürlich was, was ich noch nicht erklärt habe. Da habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Aber okay. Man kann natürlich auch so eine angreifende Kreatur auch mit mehreren Kreaturen gleichzeitig blocken. Kann hilfreich sein, wenn man eben viele kleine Kreaturen gegen was Großes, Böses opfern Hoffentlich möchte. gewinne ich. Das heißt, Oder wir beide gewinnen. diese drei von dem einen Tausendfüßler und von dem anderen, plus die zwei von dem Kind der Nacht, hätten auch 8 ergeben und damit wäre mein Mammut Hey, auch weg gewesen. sehe, was du hast. Wäre aber vielleicht gar nicht so der schlechte Tausch gewesen, 3 gegen 1. So. Was mir jetzt quasi. Ah, okay. So geht's natürlich auch. Ich spiele jetzt hier eine -2/-2 auf meinen Mammut. Damit habe ich dann nur noch eine 6-6er. Und dann würden die beiden Tausendfüßer Schon natürlich klar, mit lass dir 6 ruhig Zeit. Stärke insgesamt genug Schaden machen. Ich bin jetzt aber mal so verrückt und spiele mein titanisches Wachstum und mache +4, +4 und damit bleibt mein Mammut am Leben. Und, das ist auch noch was Besonderes, das Mammut hat verursacht Trampelschaden. Trampelschaden heißt, alles, was noch übrig bleibt an Angriff von meiner Kreatur, also was nicht durch die Widerstandskraft aufgebraucht wird von den anderen, kriegt der Gegner noch zusätzlich ab. Oh, das ist schön. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Theoretisch haben wir jetzt gewonnen, weil wir können jetzt hier wieder so ein tolles spielen. Und wir nehmen. Whatever, wegen mir das Mammut. Ah ne, wir haben doch nicht. Ah ne. Habe ich gerade überlegt. Also, wir spielen wieder diesen tollwütigen Biss, sagen, mein Mammut macht Schaden auf dieses Kind der Nacht.
zack, bumm, gut. Und warum war ich mir jetzt nicht sicher? Weil es gibt manchmal auch das, dass die gegeneinander kämpfen, ohne dass man schon im Kampf ist. Und dann hätte diese Lebensverknüpfung natürlich wieder dazu geführt, dass Bucky Lebenspunkte bekommt. So, jetzt ist quasi die Bahn frei. Ich habe hier einmal 10, 13, 21 Schaden auf Sparky. Nicht erwischt. Und dann funktioniert das. So. So soll das eigentlich laufen. Ja. Gegen Sparky will man eigentlich gewinnen. Gut, ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Kann man ein bisschen auf die Uhr gucken hier. Wie spät ist es? Ah, da extra. Nice. Ja, wir haben ja auch später angefangen. Ein bisschen können wir ja. Vielleicht können wir ja auch noch mal eine Runde spielen gegen richtige Gegner. Ich habe ja auch hier noch meine Daily Quests, die ich noch erfüllen muss. Mal gucken, ob wir davon dann noch was machen. So, was nehmen wir denn jetzt? So, also wir haben jetzt Weiß gespielt und vom Sparky Weiß gesehen. Grün gespielt und auf der anderen Seite Schwarz gesehen. Das heißt, Blau und Rot fehlen noch. Wir nehmen mal Rot. Rot ist quasi, steht dann für irgendwelche Zauber machen, Goblins, die schnell versuchen, die Gegner zu kloppen mit Fliede und kleinen Schaden, aber auch irgendwelche großen, ja, wie wir es jetzt hier haben, so ein großer Drache oder so, der dann ordentlich Schaden macht. Und hier haben wir eben solche Goblins, weil die kosten nicht viel, sind nicht die stärksten. Aber können den Gegner ganz schön überrennen. Vor allem, das ist das Gute bei roten Decks, wenn man zuerst dran ist, Bereit für hat einen man meistens schon einen freundschaftlichen Vorteil. Wettkampf? Also man, eigentlich hat man fast immer einen Vorteil, wenn man zuerst dran ist. Aber bei roten Decks ganz besonders. So, ach, wir spielen auch gegen Rot. Sehr schön. Dann wird es ja ähnlich. So, also ich spiele erstmal hier so einen Goblin auf. Wenn der ins Spiel kommt, erzeugt er noch einen weiteren Goblin. Das heißt, wir haben gleich zwei im Spiel. Eine Fähigkeit, die Goblins oder gerade rote Kreaturen auch sehr oft haben, ist Eile. Eile heißt, dass sie, sobald sie reinkommen, auch angreifen dürfen. Normalerweise muss man da immer so eine Runde erwarten. So, jetzt haben wir jetzt hier schön was. Ja, komm. Wir spielen nochmal so einen Aufhetzer. Dann haben wir gleich viele Goblins. Und greifen mit den beiden. So, Sparky hat hier diesen Brandstifter, das ist so ein Elementar, den. In meinem eigenen roten Deck spiele ich den auch. Ist ganz lustig, sobald er angreift, fügt er dem Gegner schon mal einen Schaden zu, ohne ob, egal ob er durchgekommen ist oder nicht. Das ist ganz lustig. So. Zauberverschlinger Seltsamkeit, was ist das? Immer wenn du einen Nicht-Kreaturzauber wirkst, lege eine plus 1 Marke auf die Seltsamkeit. Oh, das ist nicht schlecht. Also bei so einem roten Deck, was viele Zauber spielt. Ne, irgend so ein Schadenzauber. So ein Klassiker ist der Schock. Kostet ein rotes Mana, macht zwei Schaden auf, was man sich aussucht. Schaden machen, Kreatur stärker machen, das kann ordentlich losgehen. Okay. Da haben wir ja. Das ist zum Beispiel so ein Schadenzauber hier, ne? Vier Schadenspunkte, eine Kreatur deiner Wahl zu und der Beherrscher auch nochmal zwei. Kostet vier Mana, könnte man ausgeben. Ich bin mir aber. Noch natürlich. Natürlich werden wir das spielen. Oder? Doch, wir können ja. Komm hier, hau mal raus. Zack, bumm. Seltsamkeit. Weg. Ja. Rote Decks, das ist ganz wichtig. Wir müssen draufhauen. Egal, was auf der anderen Seite ist, immer draufhauen. Immer draufhauen. Ah. So, das ist natürlich was. Das gefällt uns jetzt nicht. Okay, jetzt haben wir hier. Ja, komm. Wähle einen Spieler oder Planeswalker? Ah, oh, vielleicht hätten wir den noch nicht spielen sollen. Schade. Hey, ich sehe, was du Okay, hast. ja, wenn der ins Spiel kommt, macht er so zwei Schaden auf den Gegner. Das ist schon mal nice. So, und dann haben wir hier noch den Blutschlepper. 2-2er.
und hat die Fähigkeit 1 bezahlen, opfern und fügt einem Ziel 2 Schaden zu. Das heißt, wir hätten jetzt diesen Feuerspucker aus dem Weg räumen können, mit indem wir einfach angegriffen hätten. Und dann hätte er wahrscheinlich geblockt, weil ich habe ja nur 1-1er. Und dann hätte er quasi noch 2 Schaden ausgehalten und dann hätte ich die drauf gemacht und fertig wäre das Vieh. So leider nicht. Naja. Beim nächsten Mal. Aber wir werden das jetzt machen, das Vieh. Opfern hier diesen Blutschlepper, macht 2 Schaden auf diese Schlepperdistin. Dann ist die gleich weg. Und wir haben jetzt hier, da der Feuerspucker geblockt, getappt ist, haben wir freie Wahl. Also mit allen. Blocken wollen wir eh nicht. Können wir nicht, wenn der Feuerspucker fliegt. Und da sind es bei Sparky auch nur noch 7. So geht's dann irgendwann zu Ende. Genau, draufhauen. Frauen. So, was ist hier passiert? Jetzt habe ich drauf geachtet. Oh je. Ja, schade. Kreatur deiner Wahl 5 Schadenspunkte. Das ist natürlich echt richtig viel Schaden. Kostet natürlich auch ordentlich. Und ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, 5 Schaden auf so eine mickrige 2-1er ist leider viel zu schade. Was schon. Der lässt sich ja haben. Gucken wir mal, was noch kommt. So, wie ich Sparky kenne, wird sie wieder angreifen. Weil, geht. Oder? Ja, Tatsache. Also, außer man hat noch irgendwas in der Hinterhand. Ein normaler, richtiger Spieler würde sowas natürlich nicht machen. Weil ich habe jetzt hier 5 Kreaturen, die alle zwar auch nur 1 Schaden machen, aber es sind insgesamt 5. Man, Sparky hat nur noch 4. Das ist ein bisschen die Frage, warum greift man dann an? Oder man will aus Spaß nur noch mal einen Schaden machen und man weiß, man hat eh. Das mache ich auch manchmal. Aber so ist es hier. So. Dann haben wir jetzt fast jede Farbe gesehen. Eigentlich fehlt nur noch Blau. Machen wir das nochmal. Machen wir noch eine Runde Blau. Also die Decks übrigens, mit denen ich jetzt hier spiele, die habe ich nicht selber gebaut. Das habe ich, glaube ich, gar nicht erzählt. Sondern die kriegt man am Anfang. Also wenn man das Spiel anfängt, dann kriegt man für jede Farbe so ein Deck. Und kann da quasi mit jeder Farbe sich so ein bisschen einspielen. Indem man zum Beispiel gegen Sparky spielt. Wir nehmen jetzt nochmal Blau. Blau ist echt nicht so meine Farbe bei Magic. Blau hat viel zu tun mit versuchen, den Gegner zu kontrollieren, indem man seine Zauber neutralisiert oder ihm was auf die Hand zurückbringt oder extra mehr Karten zieht. Sowas in die Richtung. So. Ja, Länder sind bei Blau Inseln. Viele fliegende Kreaturen natürlich auch, meistens bei Blau. Aber irgendwie. Gegner zuerst. Also die Hand gefällt mir eigentlich nicht. Schon wieder die gleiche Farbe. Das ist ja lustig. So, wir spielen erstmal eine Insel. Also wir haben jetzt hier so eine Fliegende wieder auf der Hand. Wenn die ins Spiel kommt, kann man eine Karte ziehen. Das ist ganz cool. Hat man eine Karte zusätzlich. Hier dieser Techno-Schmied-Wächter. Plus 2 plus 0, wenn man eine blaue Kreatur kontrolliert. Das ist mit dem blauen Deck wahrscheinlich. Wow. Oh, entschuldige. Ich dachte, da war was. Schon okay. Das ist ganz lustig mit diesem hier. Windsturmsgeader. Fliegend und andere fliegende Kreaturen erhalten plus 1 plus 0. Macht dann also alle anderen fliegenden Kreaturen, die man hat, stärker. Der Meteorgolem, der ist auch in verschiedenen Decks jetzt schon gewesen. Den hatten wir auch schon auf der Hand, aber bisher nicht gespielt. Wenn der ins Spiel kommt, darf man eine bleibende Karte des Gegners ziehen. Ich habe über das Multiversum nachgedacht. Also bleibende Karten sind alles, was bleibend liegt im Spiel. Kreaturen, Verzauberungen, Artefakte und eben Länder, wobei hier eben Länder ausgeschlossen sind. Und hier, Verliesgeist, was macht der denn? Wenn er ins Spiel kommt, tapp eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert, die enttappt nicht während des Enttappungssegments ihres Beherrschers, solange der Verliesgeist, solange man den kontrolliert. Das heißt, da kann man eine Kreatur ertappen und die enttappt dann.
die ist ja quasi nutzlos. Ja, das ist eine schöne Karte. Coole Kreatur. Wenn ich die hätte, würde ich die auch spielen. Ja. So, Länder ziehen wäre eigentlich nicht schlecht gewesen. Dass wir ja noch ein bisschen was mehr spielen können. Ah, so wie Spark hier gleich loslegt. Kreaturen kosten dann eins weniger. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Kostet alles ein bisschen weniger. Blocken wir das jetzt? Wenn wir das blocken, dann ist meine Seherin auch weg. Aber da ist schon wieder jemand nur für Sparky hier. Sehr nett. Ja, ich glaube auch Blau wird gewinnen. So, was machen wir? Nee, ich habe ja sonst nichts. Das ist da durch. Wäre Quatsch. Dann. Ja, sehr gut. So, wir haben jetzt hier Aufblitzen. Zauberspruch wirkst. Okay. Aufblitzen heißt, dass man die Sache, also die Kreatur, auch im Zug des Gegners spielen kann. Also wie ein Spontanzauber immer spielen kann und jetzt nicht nur in seiner Hauptphase, nennt sich das, in der wir gerade sind, vor dem Kampf. Wir könnten eigentlich den Verliesgeist spielen und die eine Kreatur tappen, wegtappen. Ach, der ist auch fliegend. Das ist natürlich schon praktisch. Aber ich würde den halt ungern wegtappen, weil seine Fähigkeit, dass andere Sachen eins weniger kosten, ist dann ja immer noch aktiv. Was du hast. Ich hätte das mir eigentlich gern für was Cooleres aufgehoben, ehrlich gesagt. Ich würde es erstmal nicht spielen und auch nicht angreifen. Sondern wir wenden den Zug erstmal und gucken, was passiert. Wir haben ja im Notfall genau die gleiche Karte, diesen brackgeborenen Meuchler, den man eben mal noch fix im Zug des Gegners spielen kann, bevor man wieder dran ist. Weil er das auch blitzt. Boah, zwei Karten ziehen, das ist natürlich gut. Also Sparky spielt gerade besser als ich, oder hat die besseren Karten? Donnerstags, Drafter, ah ja, das sind die Starterdecks erstmal, ja. Ich wollte erstmal damit anfangen, um das Ganze ein bisschen zu erklären. Und die Free Codes, die habe ich auch schon eingelöst, ja. Also jetzt erst mit der neuen Edition mit 3 Booster gesichert. Wow. Also gibt es dann so Codes, für die es nicht wissen, so Gutscheine quasi, die man einlösen kann. Die kommen immer, gerade wenn eine neue Edition rauskommt, gibt es das. Und dann gibt man den Code ein, kriegt man 3 Booster schon mal geschenkt. Oder irgendwelche, dass die Karten besonders aussehen oder so. Und das gibt's auch. So. Ja, komm, wir tauschen jetzt hier. Das ist nicht clever, aber man muss ja auch mal Fehler machen. So, jetzt spielen wir nämlich auch hier unseren Meuchler. So, Sparky, was du kannst, kann ich nämlich auch. Ah, schade, okay. Den Verliesgeist. Bei dem Verliesgeist, dass wir dann den Meuchler tappen und der nicht mehr tappt, macht er sogar schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Zu wenig gewuchert. Gewuchert? Was meinst du mit gewuchert? Grün also. Achso. Ja, jetzt versteh's. Es ist halt hier rein blau gegen blau, ne? Nee, ach nee, der bringt uns noch was. Noch wieder noch so mehr voll gehen. Huch. So, jetzt sind wir wieder dran. Haben natürlich aber immer noch 4 Länder. Also 5. Land. Dann können wir ein bisschen was spielen. Noch so ein Hüter.
Alles nicht so berauschend gerade bei mir. Ehrlich gesagt. Einfach weil das Land gerade fehlt. Ja. Dann könnten wir hier so einen Techno-Typen spielen oder mal diesen Skerda, wo unsere fliegenden Kreaturen stärker werden. Aber kommt nicht. Das ist leider nicht drin. Ah, das ist natürlich nice. Wir haben jetzt hier diesen Djinn. Sahit heißt der. Legendäre Kreatur. Wow. Legendäre Kreaturen, das Besondere an denen ist, dass man die jeweils nur einmal auf dem Spielfeld haben darf. Also es gibt bei den meisten Magic-Editionen gibt's immer so eine Hintergrundgeschichte und die legendären Karten sind dann quasi die, die auch in diesen Geschichten vorkommen. Bei den richtigen Karten ist es eigentlich auch immer so, da gibt's dann noch so sogenannte Flavortexte, also so Texte, die dann so Anekdoten aus der Welt enthalten, irgendwelche Zitate oder irgendwelche Sprüche, Buchrollen, Bücher, die es in dieser Welt gibt und was da irgendwelche Leute aufgeschrieben haben aus diesen Fantasiewelten. Das ist dann immer ganz lustig, diese Zusammenhänge so zu sehen, wenn man dann irgendwie auf der einen Karte diese Figur erwähnt bekommt und dann hat man die Karte noch, diese Figur noch als Karte selber. Das ist ganz lustig. Das geht bei Arena leider so ein bisschen unter, diese Flavortexte. Man kann die sich, glaube ich, auch angucken. Aber nicht im Spiel. Ich glaube, wenn man sich die Karten so, die Sammlung anguckt, dann konnte man das, glaube ich, sehen. So, und das Besondere an dem Djinn hier, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, ist, man kann für 4 Mana ihn auch spielen, wenn man ein ungetapptes Artefakt, was man kontrolliert, tappt. Wir haben jetzt hier diesen Top da, den diese Luftfahrtpionierin damit gewirkt hat. 1-1er fliegend. Können wir einfach mal mit tappen. Ist vollkommen okay. Wenn der Top da mal eine Runde getappt ist. Dafür haben wir jetzt hier so einen 5-6er Djinn. Der hilft ein bisschen. So, angreifen würde ich leider auch immer noch nicht. Sparky greift auch nicht an. Macht es natürlich nicht ganz so spannend. So, jetzt haben wir auch endlich 5. Land. Oh. Sehr schön. So. Ja, komm, wir spielen den Skiana. Der macht alle Kreaturen von uns stärker. So, und jetzt können wir nämlich theoretisch ohne Problem mit dem Djinn angreifen. Der ist nämlich fliegend. Und nur diese Hüter können das blocken. Das heißt, mit dem 4 die Schaden, die zusammen machen, würde der Djinn nicht kaputt gehen. Und ich würde jetzt auch mit dem Topter angreifen. Der kann zwar auch von diesen Hütern geblockt werden, aber wenn Sparky mit so einem Hüter blockt, der ist eine viel bessere Karte als dieser Topter. Das wäre ein super Tausch. Och man. Na gut, haben wir wenigstens 2 Schaden gemacht. So. Aber das, was ich vorhin nicht erwähnt habe, Blau kann manchmal ziemlich nervig und frech sein. Da spielst du was. Denkst dir, cool. Greif ich jetzt an, mach ich fertig. Nee, machst du nicht. Und jetzt zurück auf die Hand gebracht. Deswegen spiele ich selber Blau von mir. Blau ist immer nervig. Blau ist immer so ein Spielverderber. Du freust dich, weil du irgendwas aufbaust. Und Blau dann so, ne. Heute nicht. So, jetzt haben wir auch langsam genug Länder. Also, jetzt können wir auch was Schönes spielen. Was haben wir hier noch? Immer wenn du nicht Kreaturenzauber wirkst, der +1 bis zum Ende des Zuges. Naja, okay. Ist also ähnlich ein bisschen wie dieser Meuchler, nur dass es halt nicht dauerhaft ist. Wir könnten jetzt unseren Golem spielen und was anderes kaputt machen vom Sparky. Das ist die Frage, ob wir das wollen. Wahrscheinlich. Nee, ich würde erst nochmal noch so ein Skiada spielen, da wären alle Fliegen nochmal ein bisschen stärker. Und. Ah, diese Feldkrieche ist eigentlich echt. Ist mir eigentlich egal, wenn der stirbt. Ah, siehste, dann wird hier getauscht. Ist auch okay. Und wir haben hier zweimal getauscht. 2 von uns weg, 2 von Sparky weg. Ist okay. Aber mein Ziel ist ja, dass ich
irgendwann auch ungefährlicher, also dass es ungefährlich ist, dass ich mit den Skiadas angreife. Was wir jetzt eigentlich auch machen. Komm. Hey, was ist das? Dann können wir nämlich einen Hüter wegmachen, wenn wir den Golem spielen. Puff, weg. Und jetzt hat er nur noch diesen einen. Und jetzt können wir hier damit angreifen, damit, damit, damit. Vier Angreifer wären insgesamt 12, 20 Schaden. Och, Sparky. Schon wieder auf die Hand zurückbringen. Aber es reicht was. Bis demnächst, Planeswalker. Bis demnächst. Ja. Blau ist doof, sagt der mit dem Blau. Weiß ich, ich muss ja gerade mal wieder gucken, hier, was ihr so geschrieben habt. Nee, blaue Katzen. Gibt blaue Katzen? Ich weiß nicht, ich kann ja mal gucken. Ob es zumindest in der Arena welche gibt. So, ja, Decksammlung. Katze. Doch, gibt's sogar. Hier, wir haben den Frostlux. Und noch, achso, ist auch der Frostlux. Ja, immerhin. Blaue Katzen gibt's auch, aber nicht genug, dass man daraus ein Deck bauen kann. Aber mit Weiß geht das. Und jetzt mit der neuen Edition ist Katze als Typ auch für Weiß so ein Haupttyp. Also viele weiße Kreaturen in dem neuen Set jetzt, Ikoria heißt das, sind Katzen. Und vielleicht gibt es auch irgendwann mal so ein Katzendeck. Habe ich auch schon mal überlegt. Blau ist doof. Blau ist doof, sagt er mit dem blau-weiß fliegenden Deck. Das schon gesehen oder ist wer ist das? Wer weiß das hier? Ja, ich habe ein blau-weiß fliegendes Deck. Oder weiß-blau fliegendes Deck, das stimmt. Das ist richtig. Ich habe auch ein Tentakel-Deck. Hier, treuiger Tag fürs. Ja, Tentakel, ja, ist auch ist blau-rot, das stimmt. Ja. Ja, hier sieht man so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man sieht, ob mein Bild, mein Fenster, ich glaube nicht, im Weg ist. Die Decks, die ich selber habe, ist halt so ein weiß. Schwarzes, das ist vor allem mit Lebenspunkten arbeitet das. Deswegen heißt es Life is Life. Ein Tentakel-Deck. Es macht viele Tentakel. Ein Hentai-Deck. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es Hentai nenne, aber ich habe es jetzt Tentakel-Party genannt. Elementare-Deck. Ein Deck. Zirkus heißt das. Es gibt so eine Karte, die, ich weiß gar nicht, wie sie irgendwas geschrieben heißt, aber irgendwas mit Zirkus. Die macht einen Schaden auf den Gegner, wenn man mit einer Kreatur mit Stärke 1 angreift. Und das Deck ist quasi so gebaut, dass man viele kleine Kreaturen hat. Ich bin niemand. Sehr gut. Hallo, niemand. Auf jeden Fall jemand mit Insider-Informationen, glaube ich. Ich hatte das ja noch nicht groß gezeigt. Ich bin da, glaube ich, schnell durchgescrollt. Ja, wir haben hier ein Red-Aggro-Deck. Das hatte ich jetzt angefangen zu bauen, um vielleicht mal in der Rangliste ein bisschen nach oben zu kommen. Und White Devotion, das steht dafür. Also das ist rein weiß, arbeitet auch viel mit Lebenspunkten. Und kann auch ganz schön abgehen und macht dann starke Kreaturen, weil man viel mit Lebenspunkten spielt. So, genau, das war so ein bisschen die Einführung. Theoretisch können wir auch noch ein bisschen. Also ich glaube, so 90 Minuten hatte ich mir vorgenommen. Aktuell sind wir bei einer guten Stunde, weil wir später angefangen haben. Jo, was machen wir denn? Ich würde sagen, als ich mir so überlegt hatte, exakt eine Stunde. Da zieht jemand mit. Alles klar. Sehr gut. Das ist super, dass die Leute hier im Hintergrund betreuen und sofort mit Infos parat sind, wie lange das Ganze hier geht. Irgendwen zerstören. Ja, wir können jetzt eigentlich nochmal anfangen, gegen richtige Menschen zu spielen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich jetzt ein Deck von mir nehme oder erstmal was von den anderen hier.
Was sagt ihr? Ah ja, es dauert immer ein bisschen, bis das ankommt. Ja, also die, was wir noch hätten, wären auch so Decks, die man noch so bekommt. Hier dieses Golgari-Schwarm, Orzhov, Simic, Rakdos, Dimir, Boros, Izzet, Azorius, Ghoul und Celestia. Die hat man alle bekommen, wenn man so dieses Tutorial spielt. Sind quasi auch so ein Decks, mit dem man anfangen kann, gegen richtige Leute zu spielen. Also diese einfarbigen, zumindest die, die ich habe, die sind ein bisschen älter. Also die sind noch aus der Zeit, wo ich das allererste Mal Lumina ausprobiert habe, was schon ein bisschen länger her ist, als jetzt diesen Monat, wo ich es regelmäßig spiele, sind echt nicht so gut, dass man dagegen Leute spielen kann. Aber wenn man aktuell anfängt, die aktuellen einfarbigen Decks sind sogar gar nicht so schlecht. Die können richtig abgehen. Und diese zweifarbigen sind dann auch so gut, dass man sogar ab und zu gegen andere Leute gewinnen kann. Boros-Deck. Ja, dann nehmen wir das Boros-Deck. Komm. Und spiel mal gegen jemanden. So, also diese Namen, Boros, Ymir, Celestia, Ghoul, stehen alles für diese zwei Farbentypen. Boros steht jetzt für Weiß-Rot. Und diese Namen kommen aus... Da muss man eigentlich noch mehr ausholen. Also dieses Magic-Universum bzw. Multiversum, in dem diese ganze Fantasy-Sache spielt, besteht aus verschiedenen Planeten. Das ist dann dieses Multiversum, wo dann Planeswalker, diese Weltenwandler, von Welt zu Welt wandern können. Müssen wir kurz ein bisschen aufpassen hier. Nur rotes Mana, das braucht zwei Weiße. Zieh mir noch Weiß oder... Gegner zuerst. Ach komm, jetzt. Vielleicht ist es nicht bald so, das ist eigentlich nicht so gut gewesen. Ja, und eine Welt davon ist Ravnica. Das ist eine Welt, der die ganze Welt mit Gilden kontrolliert. Oh, wir haben weißes Mana gezogen, sehr gut. Und diese Gilden sind immer zweifarbig. Und Boros ist eben eine davon. Das weiß gut. Und es hat sich jetzt anscheinend bei Magic gesetzt, dass man für diese Farbkombination dann auch immer diese Namen von diesen Gilden nutzt. Egal, ob man jetzt nun, ob das jetzt Karten aus diesen Sets sind, sondern aber die Farbkombination wird dann nur bezeichnet. Ah, weiß-rot spielt jemand, das ist ein Boros-Deck. So, als Info. So, haben wir hier Goblin-Bannerträger. Ja, nice. Wir können nichts spielen, wir greifen mit dem an. Spielen den seine Fähigkeit, dadurch wird er gepumpt. Kriegt jetzt hier zwei. Und man kriegt drei Schaden auf den Gegner machen. Ist super. So, und der Gegner würde jetzt eben hier wahrscheinlich. Ne, wir haben hier grün und blau. Das ist dann, nennt man dann Simic. Mit einem grünen. Oder blau-grünes. Grün-blau, blau-grünes. Oder auch nicht. Die ist nämlich mit dem Triom, das macht dann auch noch rotes Mana. Es gibt auch noch so drei Farben-Kombos, die haben auch so Namen, aber da bin ich noch nicht so tief. So. Ah, schade. Also wir spielen jetzt auf jeden Fall hier diesen Himmelsritter, weil der Eile hat. Eile heißt, dass er sofort angreifen kann. Und warum habe ich schade gesagt? Cool wäre natürlich gewesen, dass ich den noch hätte pumpen können. Dann hätten die mehr Schaden gemacht. Weil das Besondere bei diesen Boros-Kreaturen ist, viele von denen haben diesen Mentor. Mentor heißt, wenn die Kreatur angreift und noch eine Kreatur mit angreift, die die Stärke niedriger ist, kann man eine +1/+1 Marke auf die Kreatur legen, die niedrigere Stärke hat. Und je nachdem, was der Gegner spielt, wie das aussieht, kann ich euch gleich zeigen. Aha! Okay. Vierblättriges Kleeblatt. Ein Abenteurer-Deck. Abenteuer-Deck. Hm. Aber es sieht nicht so typisch aus. So, was machen wir? Wir haben nochmal den Bannerträger. Wir spielen erstmal Land. Und greifen erstmal an. Ja, alle greifen an. Wir spielen die Fähigkeit.
Verdammt, hätte ich das eher machen müssen. Das war. Oh, das habe ich jetzt. Das war gar nicht so clever. Ach ja, immer wenn diese Kreatur angreift, wird das gemacht. Angreifer hatte ich aber schon bestimmt. Mhm. Ja, danke, genau. Mentor klappt nur vor dem Angriff. So, und jetzt kommt hier das Abenteuerdeck so langsam in Gang. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, ziehe zwei Karten. What? Ach, Hilfe! Das eskaliert ja jetzt richtig hier. Ja, das ist natürlich cool. Das ist eine coole Karte, ey. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, ziehe zwei Karten. Das macht dir den absoluten Kartenvorteil. Und du darfst noch ein zusätzliches Land in jedem Zug spielen. Achso, aber am Ende deines Endsegmentes musst du alle Karten von der Hand abziehen. Ja, okay, das ist ja dann wenigstens nicht. Oh. Der Langfinger ist echt nervig. Also Abenteuer heißt übrigens, dass die hier unten noch so mal so eine zusätzlichen Zauber haben, den man zuerst spielen kann, wenn man es möchte und tut die Kreatur. Bei dem Langfinger darf man eine bleibende Karte auf die Hand drücken für den Gegner. Und dann kommt noch dazu, dass er dieses Kleeblatt hat. Also jetzt immer. Und das Kleeblatt heißt, dass man einen Abenteuer, Spontanzauber oder Hexerei, also was hier unten so noch eingerahmt ist, steht, dass man das verdoppelt, also nochmal ein neues Ziel wählen kann und eine Kopie macht. Das heißt, wenn er jetzt ein Abenteuerzauber spielt, kann er dann noch zwei Kopien erstellen. Das ist echt nervig. Boah. Okay, nächste Runde vielleicht das. Und jetzt erstmal. Okay, nein, wir machen hier. Wir machen den Legionär. Machen Sie jetzt richtig. Wir pumpen erst und greifen dann an. Okay, so, dann ist das schon mal nicht ganz so schlecht. Das Problem ist, wahrscheinlich werden wir jetzt nur irgendwie der Gegner so weit dafür sorgen, dass wir nächste Runde nicht nochmal angreifen können. Gefahrlos, also dass wir es durchkommen. Okay. Uro, Titan des Zorns der Natur. Uro ist echt übel. Er macht erstens Leben und der Gegner darf auch noch eine Karte ziehen und ein zusätzliches Land. Boah. So, jetzt kommt das hier. Da zweimal dieses Kleeblatt und man darf dann dreimal hier ein Spielergeneral. Ein Spielergeneral legt die obersten vier Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Der muss sich gerade. Er hat jetzt nur noch 18 Karten in seinem Deck. Übrigens, es gibt noch eine zweite Bedingung, wie man ein Spiel verlieren kann, wenn man keine Karten mehr hat, die man ziehen kann und ziehen muss. Wir haben auch verloren. Aber es sieht eher so aus, dass wir bald verloren haben. Also, wir müssen jetzt irgendwie 7 Schaden machen. Boah. Aber er hat ja nur noch ein Land. Also, er lässt Uro da liegen und geht davon aus, dass ich nicht genug Schaden machen kann. Was hat er da gespielt? Nicht-Landkarten in deinem Friedhof haben Befreiung. Ach so. Wow. Also Befreiung heißt, dass man. Also Uro hat das zum Beispiel hier. Befreiung, 4 Mana, 2 grüne, 2 blaue, schicke 5 andere Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Also wenn die Karte im Friedhof ist und man die Befreiungskosten bezahlt, kann man sie aus dem Friedhof ins Spiel bringen. Und diese Verzauberung sorgt dafür, dass das alle Karten im Friedhof haben. Also deswegen hat er jetzt hier diese ganzen Karten im Friedhof, also
macht man jetzt hier, weil die alle mit Befreiung gespielt werden könnten? Warum ist die jetzt verschwunden? Ach, die musst du im Endsegment opfern. Okay. Ha, schade. Jetzt muss man ein bisschen überlegen. Also, das... Warte, wir haben 1, 2, 3... Oh doch, wir haben, glaube ich, gewonnen. Oder? Wir haben 6 Mana, die Fähigkeiten mit Kavetz... Okay. Also, das Ziel ist ja, wir wollen 7 Schaden machen. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal die Fähigkeit hier. Machen nochmal die Fähigkeit. Greifen an. Haben Mentoring auf den, dadurch ist das eine 4-4er. Und machen dann noch mit dem hier plus 3 plus 0 auf den. Damit ist das eine 7-4er, die fliegt und nicht geblockt werden kann. Der Gegner hat auch keinen Mana. Uro hat auch keine Lebensverknüpfung. Ja, es passt. Ha! Das war aber so knapp. Nächste Runde hätten wir, glaube ich, nicht mehr irgendwas machen können. Boah, das war echt knapp. Ja, danke für die Entscheidung. Good game. Das war echt ein gutes Spiel. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, puh. Okay. Ich würde sagen, eins machen wir noch. Ich guck gerade nochmal in den anderen Chat hier. Bye bye Sparky. Ja, wir können auch nochmal irgendwann gegen Sparky spielen. Gar kein Problem. Problem ist nur, dass ich weiß nicht, zum Zugucken, das vielleicht ein bisschen langweilig ist. Weil eigentlich in den meisten Fällen gewinnt man, also wenn man die Zeit schon ein bisschen gespielt hat, gewinnt man dann gegen Sparky. Am Anfang ist Bucky super zum Üben, aber später will man dann gegen richtige Leute verlieren. So, also wir würden noch eins können wir nochmal spielen. Entweder können wir nochmal Boros nehmen oder... Ich würde noch kurz warten, ob jemand wieder einen Vorschlag hat. Das hat beim letzten Mal ja jetzt beim super geklappt. Boros hat echt auf den Punkt gewonnen. Das war echt gut. Schwarz-Grün. Schwarz-Grün. Ja, können wir machen. Hast du auch schon Boros gesagt. Schwarz-Grün war Golgari. Mal probieren wir es. Schwarz ist böse. Ja. Schwarz kann echt böse sein. Aber Grün ist ja wieder ein bisschen gut. Gleicht sich vielleicht aus. Wucher. War Golgari das mit Wuchern, ja? Boah, dieser alte Laptop wird echt viel bescheiß. Ich glaube, der macht wahrscheinlich bald wieder einen Wucher. Puh. Hm? Ja, wir können ja Eier drauf braten. Das ist das nächste Mal, dann kochen wir und spielen Magic. So, Gegner zuerst. Was haben wir denn hier? Spontanzauber, zerstören, teure Kreatur, die wir jetzt noch nicht spielen können und eine Graulharpune. Das ist schwierig. Das hätte man vielleicht auch, hätte man mal hier machen können. Okay, so, spielen wir erstmal hier den Golgari-Gildeneingang. Der kommt leider getappt ins Spiel, das heißt, man kann das Mana nicht sofort nutzen. Und wir spielen gegen ein blau-rote-weißes Deck. Was auch viel mit den neuen Karten schon arbeitet. Immer wenn du eine andere Karte umwandelst, fügt banditische Feuerstecher und jeden Gegner ein Transmit zu. Ein Umwandlungsdeck, okay? Okay. So, was haben wir da jetzt in den Friedhof geworfen? Oh, schade.
Karte wäre außerhalb der Karte besser. Aber mit zwei Kerzen. Oh. Naja. Zwei Kreaturen ist schon mal ganz gut. Genau, Golgari arbeitet viel mit Totenweltfähigkeit. Das heißt, da kommt es dann auf Kreaturen an, die man im Friedhof hat. Kommt jetzt ein Pupsbell hier. Doppelschlag. Boah. Okay, dann war es das für meine. Schade. Doppelschlag heißt nämlich, achso, ne, Erstschlag hat man noch nicht. Erstschlag heißt, dass die Kreatur zuerst Schaden macht. Und Doppelschlag heißt, dass man nicht nur Erstschlag macht, sondern auch nochmal normalen Schaden. Also man hat es dann quasi eigentlich mit einer 4-2er zu tun. Und da hatte meine 3-1 natürlich keine Chance. Diesmal wird es kein Pumpspell, aber wir haben nichts, was wir danach spielen können an Kreaturen. Also lassen wir. Jetzt haben wir mal hier was. Okay. So, also wir haben jetzt erstmal hier Kreatur zerstört vom Gegner und dürfen jetzt eine Standardland ins Spiel bringen. Jetzt gucke ich gerade, was ich brauchen könnte. Dann nehmen wir, glaube ich, einen Wald. Dann ist eines von diesen, von dieser Feuerstecherin schon mal weg. Und wir können auch mal schauen. Blocken würden wir eh nicht, wenn der Gegner jetzt mal angreift. Was kommt denn jetzt? Oh, okay. Unheilvolle See hat die Fähigkeit, immer wenn man eine Karte zieht, legt man dort eine Marke drauf. Und wenn dort 8 Marken drauf liegen, bringt man einen 8-8er Kraken-Kreaturenspielstein ins Spiel. Das kann lustig werden. Das heben wir uns für. Ach, da müssen wir eine bleibende Karte zerstören. Oh. Bin ich gerade überlegen, ob man das eben auf diese Feuerstecherin spielt. Oder einfach, wir warten ein bisschen, bis diese unheilvolle See aufgeladen ist und machen dann kurz Feuer weg. Wäre auch lustig. Die kommen wieder, wenn du es richtig machst. Wenn man es richtig macht. Oh. Okay. Land wäre ganz cool. Ach, du kannst. Ah ja, da kriegt man, glaube ich, ein Land. Wenn wir eins jetzt hier mit dabei haben. Da ist auch ein Land mit dabei. Ja. Land wollen wir als nächste Runde ziehen, dann können wir nämlich diesen Riesen spielen. Also wir haben zum Glück, weil es läuft, glaube ich, nicht gerade so gut, das Deck, was ich hier spiele. Und wir haben Glück, dass das Umwandlungsdeck vom Gegner auch nicht das Beste ist. Also ich habe auch schon gegen Umwandlungsdecks gespielt, die nach 4-5 Runden da deutlich mehr eskalieren. Oh. Die ist nicht schlecht. Die macht 2 Schaden, sobald er eine zweite Karte im Zug zieht. Auf ein Ziel der Wahl, oder? Ein Ziel deiner Wahl. 3 Schaden sogar. Dann riskieren wir das sogar und zerstören die. Dann kriegt der Gegner noch ein Land mehr, aber ganz ähnlich. Mit. Ob er nun 8 Länder hat oder. Was weiß ich, viel. Ist mir egal. So, wir passen, wir blocken nicht. Wir haben noch genug. Ich sehe auch nicht, dass diese eine Karte irgendwas Sinnvolles ist. Was irgendwie pumpen oder so. Den Wald wollten wir, genau.
Ach, wenn der ins Spiel kommt, fügt er einem Gegner deiner Wahl für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof einen Schadenspunkt zu. Und wir haben 1, 2, 3, 3. Das heißt, der Gegner ist dann auf 8 und wir machen 6 Schaden. Oh, hätten wir mal letzte Runde schon diesen plus 3, plus 3 gespielt, dann wäre es jetzt vorbei gewesen. Für den Gegner. Schade. Weil letzte Runde hätten wir das ja spielen können, ne? Da haben wir ja nur hier diesen Kreatur zerstört hier, diese Pyromagierin. Oh, da war ja doch noch was Ordentliches hier. Okay. Ja, jetzt versucht er noch was zu. Ah, naja, das kann ja echt noch schief gehen. Wenn er jetzt noch ein paar mehr hat zum Umwandeln. Okay, das. Schade. Ja, aber uns verzockt. Hätten wir das eher gespielt, hätten wir, glaube ich, hätten wir die Runde noch gewinnen können. Ha. Naja. So ist es. Immerhin habe ich eins gewonnen. Ja. Hier wird geklatscht. Ja, danke. Nochmal was Neues von euch. Im Chat sehe ich gar nicht so. Ach. Freut der Chat nicht mehr hier. Ach, komm schon. Ja, alles gut. Weitere Nachrichten sie unten? Ja, dann blenden wir das doch nicht ein. Man muss ja auch eine Steigerung sehen. So, okay. Wir haben hier vor unseren Booster bekommen. Das können wir noch zusammen öffnen. Ikoria. Also das ist das aktuelle Set, was neu rausgekommen ist. Da habe ich auch noch nicht so viele Karten zu geöffnet. Deswegen leuchtet bei ganz vielen hier erste. Das heißt, es ist die erste Karte von dem, also die erste von der Art, die ich habe. So, und wir haben jetzt hier, können noch ein bisschen durchgehen, einen Wolkendränger, Dinosaurier, 5 Mana, 5 Vierer, Reichweite. Also Reichweite war das, dass man damit auch fliegende Kreaturen blocken kann. Und Mutation. Mutation ist so eine Fähigkeit, die jetzt in dem Set ganz neu dazugekommen ist. Man kann dann quasi diese Kreatur auf eine andere drauf oder drunter mutieren. Und die Fähigkeit, die die Kreaturen haben, addieren sich. Aber die stärken Widerstand nur von der, die oben drauf liegt. Und es gibt eben einige, die dann solche Fähigkeiten wie die haben. Immer wenn die Kreatur mutiert, kannst du eine Karte abwerfen. Falls du das tust, zieh eine Karte. Ne? Also, sobald ich die jetzt irgendwo drauf mutiere, kann ich da eine Karte abwerfen, eine neue ziehen. Wichtig ist, mutieren kann man, also auf eine Kreatur kann man auch fast alle mutieren. Sie muss, darf nur kein Mensch sein. Menschen können nicht mutieren. Dinosaurier schon. Und alle anderen. Aber keine Menschen. Aber das Mutieren selber muss natürlich, muss die Kreatur die Fähigkeit haben, wenn man sie aus der Hand mutiert. So. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Wenn nicht, dann sieht man es vielleicht bei einem Spiel mal, wie das funktioniert. So, dann haben wir hier den Fersenbeißer. Der Fersenbeißer kommt mit einer Todesberührungs- oder einer Lebensverknüpfungsmarke ins Spiel. Lebensverknüpfung hat nur Vollkontaktanzahl, wo man Lebens bekommt für den Schaden, den die Kreatur macht. Und Todesberührung ist auch ganz lustig und wenn der auch immer ziemlich nervig, also zumindest wenn gegnerische Kreaturen das haben. Sobald die Kreatur einer anderen Kreatur Schaden macht, stirbt die Kreatur auf jeden Fall. Also es ist wie so ein bisschen artig vergiften quasi. Früher gab es das auch mal mit Gift, oder man hat aber eher so Todesbrühen genommen, weil es dann eben auch irgendwelche schwarzen Kreaturen gibt, die, sobald sie jemanden berühren, natürlich den Tod bedeuten. So, dann haben wir hier noch den Offizier des Kontrollpunktes. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Ja, ist jetzt so ganz okay. Dann die Lavaschlange. Die sieht auch gar nicht aus wie eine Schlange. Aber ist ganz lustig. Okay. Eile und Umwandlung. Umwandlung, das ist ja das, was der Gegner jetzt im Spiel davor gespielt hatte.
Man kann das für die Kosten umwandeln, die dort stehen. Das heißt, man wirft die Karte ab und darf eine neue ziehen. So ein bisschen hat man das ja, glaube ich, auch mitbekommen. Und wir haben noch hier Buschfleisch-Wilderin. Opfere eine andere Kreatur. Du erhältst Lebenspunkte in Höhe der Widerstandskraft der geopferten Kreatur dazu und ziehe eine Karte. So. Kann vielleicht manche Sachen lossehen werden. Aber so. Also das hier unten sind auch alles häufige Karten, deswegen kriegt man auch so viele davon. Die sind meistens ja auch nicht jetzt die besten, aber manche davon können ganz nützlich sein. Hier, die doch auch noch offen sind, das sind dann nicht so häufige Karten, auch Ankamen genannt. Die heißen Kamen. Ja, mal Wille des Alljagenden. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 2 bis zum Ende des Zuges, falls sie gerade geblockt wird, lege stattdessen 2 plus 1 Marken auf sie. Das kann ganz lustig sein. Also in so einem Umwandlungsdeck könnte das auch ganz interessant sein. Weil entweder man wandelt es um, weil man es nicht braucht, oder man kann die Gegner mit diesem plus 2 ganz schön überraschen. Und so ein Kristall ist so ein Artefakt, was Mana machen kann, aber auch umwandeln. Das kann auch ganz praktisch sein, glaube ich. Und die besondere Karte, das kann jetzt eine seltene oder eine mystische Karte sein. Und es ist eine seltene Karte. Der gefräßige Riesenhai. Oh, der ist nicht schlecht. Der ist echt ganz gut. Hat erstens dieses Aufblitzen, das heißt, man kann ihn auch im Zug des Gegners spielen. Und wenn man im Zug des Gegners eine 5-4er spielt, kann das schon ganz schön überraschend sein. Und wenn er ins Spiel kommt, neutralisiert man einen Artefakt oder Kreationszauber. Dann macht das Aufblitzen noch mehr Sinn, wenn man ihn spontan ausspielen kann. Das heißt, man kann erstens einen Zauber vom Gegner neutralisieren und spielt den Hai noch. Kann in so einem Aufblitzen-Deck echt super sein. Also, wo ich den. Also, ich habe die Karte schon mal gesehen, hätte ich selber gehabt, aber dachte mir, für so ein Deck wäre das ganz lustig. Ist cool, jetzt zu haben. So ein Aufblitzen, also Deck, was mit dieser Mechanik arbeitet, hatte ich sowieso auch überlegt. So, und jetzt sieht man eben die Karten, wie die hier in die Sammlung dazugekommen sind. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Genau. Doch, war es dann erstmal heute. Ja, Magic machen wir vielleicht nochmal. Gefallen hat. Freut mich das. Ich fand es auf jeden Fall ganz lustig für den ersten Streaming-Versuch. Normalerweise sitze ich nicht vor der Kamera, aber Magic spielen. Wollte ich das jetzt mal machen. Genau, wenn ihr Bock habt, können wir das gerne nochmal wiederholen. Vielleicht dann nächste Woche wieder. Oder so. Je nachdem, wie ich Zeit habe oder Lust habe. Vielleicht machen wir ja noch was anderes auf unserem Kanal. Schön war es. Oh, danke. Ja, danke. Genau. Ansonsten vielen Dank an die Leute im Hintergrund, die die Chats moderiert haben. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt alles ist. Deswegen, also ich glaube, danke an Timo. Ich glaube, ob Sebastian macht das auch. Ich weiß nicht, ob er es heute gemacht hat. Oder Michi oder mich machen. Michi oder mich machen, glaube ich, das bei YouTube. Also danke an ihn. Und dann natürlich Dank an Nass. Der Eis aufs Bot. Danke an Nass, der Streaming-Geschichte gemacht hat. Dass es nicht nur bei uns in Ilmenau landet, sondern dann auch in die ganze Welt kommt, was ich hier fabriziere. Und ja, ansonsten, genau, vielleicht zeigen wir morgen wieder Katzen. Wer weiß. Was ist die Katze? Achso, nein. Genau. Also, nein, eins habe ich noch, eins habe ich noch. Genau, das müssen wir noch kurz einblenden. Ja, also das Ganze, was wir gemacht haben, ist natürlich nur inoffizieller Faninhalt im Rahmen der Richtlinie halt für Faninhalte von. Ist das der ganze Text so gewesen? Nicht Rahmen der Richtlinie für Faninhalte. Das Ganze ist nicht von Wizard gefördert und gesponsert, also die Firma, die hinter Magic steht. Und Bestandteile des enthaltenen Materials, was ihr gesehen habt, ist Eigentum von Wizards of the Coast. Das Ganze habe ich euch gezeigt. Weil man das machen soll. Das will Magic Wizards so. Ja. Ansonsten. Tschüss.
und bis zum nächsten Mal.